dass du Prioritäten setzt. Was ist dir wichtiger? Deine finanzielle Situation oder dein Wohlbefinden? Und das finanzielles Wohlbefinden, sage ich mal, nicht unbedingt gleichsetzt, dass man sich auch spirituell und gesundheitlich wohlfühlt. Das wissen wir eigentlich. Willkommen zu einem neuen Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Ich quatsch einfach mal drauf los, wie immer. Und zwar bin ich heute Morgen spazieren gegangen an meinem Trockenfastentag Nummer 4. Ja, 4 Tage nichts gegessen, nichts getrunken, aber darum geht's gar nicht. Und zwar geht es darum, dass ich einen Kollegen getroffen habe auf dem Spazier oder gerade währenddessen ich spazieren gegangen bin. Ja, der hat mich so angetippt, ich voll in meiner Welt gewesen. Auf einmal habe ich mich voll erschrocken. Ich so, oh wow, was machst du denn hier? Ich habe gestern noch an dich gedacht und ich wollte ihn ja unbedingt sehen, bevor ich Cancun verlasse. Es hat gepasst wie aufs Auge und wir haben uns dann unterhalten. Er hat mir total viele verrückte Geschichten erzählt. Ja, es war auf jeden Fall interessant. Und dann kamen wir zu einem Punkt, wo er meinte, dass schwule Leute immer, niemals broke sind. Das war eigentlich das, was er gesagt hat. Er hat gesagt, Schwule, jetzt nichts gegen Schwule oder so, ich meine nur, Homosexuelle sind nie broke, weil er irgendwie meinte, dass er ja in seinem Tattoo-Shop auch jemand hat, der ist halt homosexuell und der ist halt voll, also voll gut, voll am Hustlen und so, ne? Und er meint, die sind niemals broke. Und dann habe ich mir gedacht, also ich habe so überlegt, aha, interessant. Ich weiß gar nicht, wie das so in Deutschland ist, aber ja, du hast recht, meist sind die ja super. Ich sag mal, mehr superficial, meinte ich so. Die sind meist ein bisschen, ne, so auf materielle Dinge bedacht, gucken auch immer, dass sie gepflegt sind. Entschuldigung, voll vertrocknet bin ich gerade im Mund, merke ich. Auf jeden Fall, Trockenfasten halt. Auf jeden Fall meinten die dann, ich bin gerade voll rausgekommen. Auf jeden Fall haben wir da so ein bisschen geredet, ja, und ich habe dann gesagt, stimmt, die haben ja immer nice Klamotten an und die sehen immer gut aus und gepflegt und so. Also die achten auf jeden Fall auf sich so, ne? Ich will jetzt nicht sagen, die sind alle oberflächlich, aber die achten meistens sehr auf ihre Optik und so. Und dann ist mir aufgefallen, dass es daran liegt, natürlich, es macht total viel Sinn. Also Leute, die sehr krass auf ihre Optik Wert legen, sind meistens nicht broke. Warum? Weil die das im Kopf haben. Also die haben halt diese Sachen im Kopf, dass sie das brauchen und das sich anschaffen wollen und da vielleicht wieder eine neue Hose oder das Oberteil brauchen. Die, ne? Immer sehr auf Shoppen und wie gesagt, Optik bedacht, vielleicht da mal eine Operation oder da wieder ein Schönheitseinsatz. Und dann ist mir das echt aufgefallen. Ich dachte mir, krass, die ganzen spirituellen Menschen, die ich so kenne, ja, voll viele gute Menschen vom Herzen, richtig tolle, ja, die sind voll oft broke. Die haben voll oft kein Geld. Und auch ich struggle ja so ein bisschen rum. Woran liegt das, dachte ich mir, wie kann das sein? Weil meistens die Leute, ja, die so bewusst sind, wissen die ja von Manifestation. Und sie wissen ja, dass man Dinge manifestieren kann. Jeder weiß, dass der spirituell ist. Aber warum haben die dann kein Geld? Und ich weiß jetzt auch, woran es liegt. Es liegt einfach daran, dass du Prioritäten setzt. Was ist dir wichtiger? Deine finanzielle Situation oder dein Wohlbefinden? Und das finanzielles Wohlbefinden, sage ich mal, nicht unbedingt gleichsetzt, dass man sich auch spirituell und gesundheitlich wohlfühlt. Das wissen wir eigentlich. Und ich glaube, da ist der Unterschied, ne? Dass zum Beispiel auch viele spirituelle Menschen einfach nur ihre Freiheit wollen. Sie wollen sich einfach gesund fühlen, gut fühlen, das heißt kein Stress, gute Ernährung, mit der Natur verbunden, mit Gleichgesinnten verbunden. Und diese Menschen machen halt nicht alles für Geld, beziehungsweise machen fast gar nichts für Geld. Also schon auch, ja, klar, auch spirituelle Menschen brauchen Geld und wollen Geld. Ganz klar, ich will auch Geld haben, aber ich bin auch in einem Mindset jetzt, wo ich weiß, hey, ich kann mit dem Geld gut umgehen. Wenn ich viel Geld habe, gehe ich jetzt nicht raus und hole mir jede Woche einen neuen Gucci-Sakko oder whatever. Oder eine Handtasche, die einfach 500 oder 1000 Euro kostet, würde ich nicht machen müssen. Ich gehe immer noch zu Bershka dann. Weißt du? Ich liebe die Klamotten bei Bershka. Die sind günstig und gut und ja, das würde ich wahrscheinlich immer noch machen. Aber das ist einfach der Punkt, ja, wo ich mir denke, das ist eigentlich voll
Scheiße, nein, kann ich so nicht sagen, aber es ist manchmal schwierig, weil du willst eigentlich mit spirituellen Leuten sein, also ich zumindest, ne, mit naturverbundenen Leuten, aber im selben Moment struggles du manchmal wegen Geld, obwohl ich glaube, der Struggle ist auch nicht real, weil struggelt man wirklich, wenn man weniger hat? Ich glaube, das ist oft nur eine Illusion, dass man immer mehr will und denkt, okay, ich brauche diesen Status, vor allem jetzt in Europa. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Mallorca gehe, merke ich immer, dass ich unbewusst total darauf achte, was ich dann anziehe. Also ich nehme viel, viel mehr Klamotten mit nach Mallorca, als würde ich jetzt nach Puerto Escondido fliegen oder nach Costa Rica, wo ich dann in der Natur bin. Da trage ich auch ganz andere Sachen. Wenn ich jetzt nach Puerto Escondido fliegen würde, würde ich Bikinis mitnehmen, zwei Hosen vielleicht, noch einen Rock und dann meine Gewänder, die ich da habe, diese Strandsachen, ne, diese, die man einfach auf Malle nicht so anzieht. Auf Mallorca nehme ich dann mehr, ja, keine Ahnung, irgendwie ganz andere Klamotten mit. Ist mir auf jeden Fall aufgefallen, ja. Und das ist voll, voll verrückt, das wollte ich mal mit euch teilen, dass man kann nicht sagen, nur weil jemand Geld hat, ist er erfolgreich. Weil ich finde auch spirituelle Menschen, die in der Natur leben, die nicht viel haben, ich finde, die sind erfolgreich. Warum? Weil sie haben das Lebensstil umgesetzt. Das heißt, ich möchte glücklich sein und mich frei fühlen. Und ich finde es halt oft schade, dass Menschen einen immer nur als erfolgreich betiteln, wenn man die finanziellen Mittel vorzeigen kann oder wenn man bestimmte Klamotten trägt und wenn man ein fettes Auto vor der Tür hat. Viele Sachen sind ja von denen auch nur, wie sagt man das, geleased oder abbezahlt. Die zahlen das dann monatlich ab, sind dann quasi auch versklavt, weil sie dann so und so viel Geld jeden Monat verdienen müssen, egal ob sie arbeiten wollen oder nicht, sie müssen das ja, um dann ihren Shit zu bezahlen, wo ich mir denke, ist es nicht viel geiler, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo mit weniger lebt, aber nicht monatlich so diesen Zwang und die Kosten hat, dass man denkt, oh shit, ich muss jetzt so und so viel verdienen. Also ich habe gemerkt, mir tut es ganz gut, wenn ich monatlich keine Kosten habe. Also so geringe Sachen. Ich habe jetzt zum Beispiel ein paar Abo-Verträge digital, ob das jetzt Canva ist, wo ich meine Bildbearbeitung mache oder Thumbnails erstelle oder ob das Audible ist, wo ich Hörbücher runterlade, obwohl ich das jetzt pausiert habe, weil ich gemerkt habe, es gibt eigentlich auch alles Wissen, was ich brauche auf YouTube, beziehungsweise so wie Laura auch gesagt hat letztens im Van Talk, das Wissen ist in uns. Und das stimmt, wir haben das Wissen in uns. Das merke ich immer jetzt zum Beispiel wie beim Fasten, wenn ich wieder mehr connected bin mit mir und der Nature und dem Ganzen um mich herum und dem Universum sozusagen, dann spüre ich auch, dass ich die Antworten wirklich in mir habe und ich muss nichts nachlesen, sondern einfach in mich rein hören und mir die Zeit mit mir nehmen. Und das ist meist, was dann Menschen nicht haben, die Zeit sich zu nehmen, in sich reinzuhören, weil sie einen gewissen Druck haben und viele Aufgaben jeden Tag erledigen müssen, um ihre ganzen Finanzen auf dem Laufenden zu halten. Was nicht schlecht ist, es ist total gut. Du hast halt auch viele Verpflichtungen und Verantwortung musst du dann dafür übernehmen. Und ich habe auch gemerkt, dass ich bin so zwischen diesen ganzen. Also ich möchte, also ich sage euch ganz ehrlich, ich bin schon ein bisschen Workaholic, wenn man das so nimmt, aber das fühlt sich nicht so an. Es ist einfach so, dass ich immer an meinen Projekten arbeite, ob das jetzt ein YouTube-Ding ist oder was anderes. Ich bin von morgens bis abends produktiv. Ich nehme mir natürlich meine Auszeit und gehe mal spazieren. Ne, morgens zum Beispiel immer nach dem Aufstehen. Das Erste, was ich mache, raus, eine Stunde spazieren gehen. Das ist meine Me-Time für mich. Ich beantworte aber auch da meistens dann Nachrichten noch von WhatsApp oder Instagram oder YouTube. Aber trotzdem, das ist relativ weniger auf Arbeit richtig bezogen. Also ich fühle das nicht. Ich gehe auch manchmal zum Beach 1-2 Stunden. Das ist auch gar kein Ding. Aber ansonsten, ich bin immer mega produktiv am Machen und am Tun. Und das fühlt sich aber für mich auch richtig und gut an, weil das meine Passion ist und ich das für mich mache. Aber jetzt stell dir vor, ich würde die ganze Zeit am Machen und Tun sein, aber nicht für mein Projekt, sondern für andere, hätte aber eine bestimmte Summe auf dem Konto. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich mache das nicht, sonst würde ich ja irgendwo arbeiten, ne? Ich habe zwar weniger Geld aktuell, ich denke mal, es wird sich in der Zukunft aber auch noch lösen, weil ich jetzt weiß, warum ich bestimmtes Geld verdienen möchte. Ich habe jetzt wirklich einen Sinn dahinter und wie gesagt, nicht dafür, um Klamotten auszugeben, sondern eher um
Content zu produzieren und Menschen auch zu helfen, vielleicht auch mal ein Buch zu schreiben, vielleicht rauszubringen, es kostet ja auch Geld, über Fasten oder so. Also ich hätte richtig Bock, Leute darüber mehr aufzuklären, weil ich einfach ein riesiges Potenzial in dem Ganzen sehe und das ganze Thema noch sehr unbekannt ist, im deutschen Raum vor allem. Und ja, wir werden sehen, wo das hinführt, aber es sind so Sachen, die mich extrem anspornen, meine Sachen durchzuziehen und dass ich auch denke, ich habe das jetzt verdient, Geld zu verdienen. Hört ihr den Vogel da? Ah, ich liebe das. In meiner Wohnung, ich bin zwar immer an der Hauptstraße rechts, das ist total krass, ich lebe hier voll zentral rechts, ist die Hauptstraße und alles, was du brauchst. Und links sind die Vögel am Zwitschern immer richtig laut. Ich habe gerade gesehen, nimmt das noch auf, ja. Ja, Freunde, und ich wollte einfach mal diesen Talk mit euch teilen. Also es waren jetzt Gedanken, die sind mir so durch den Kopf gegangen und ich hatte das Bedürfnis, das zu teilen, weil ich denke, dass sich viele Leute einen extremen Druck machen über Finanzen und wollen mehr verdienen und dies und das. Aber wenn du dir wirklich mal Menschen anguckst, die, ich sag mal, denen es richtig gut geht, die wirklich so einen inneren Frieden in sich haben, spirituell sind, naturbezogen sind, einfach auch ein gutes Herz haben. Meistens sind das Menschen, die nicht so viel besitzen. Ja? Warum? Weil die einfach connected sind, weil die Zeit dafür haben. Weil die nicht die ganze Zeit nach Erfolg, nach diesen Äußeren streben. Weil dieses Äußere, dieser äußere Erfolg, dieses Geld und das Ganze, das ist nicht die wahre Erfüllung. Und das wissen wir auch. Wir wissen, Geld ist ein Nutzen, also Geld ist da, um zu nutzen, um zu tauschen, ne? Also ein Tauschmittel, du brauchst Geld, um gewisse Dinge zu bekommen, natürlich, ganz klare Sache, meine Wohnung bezahlt sich auch nichts mit was anderem außer Geld, aber es ist so, das war es aber auch, ne? Die nötigen Dinge, aber nicht dieses Boom, 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 die ganze Zeit gucken, okay, worken, hustlen, irgendeinen Shit machen, auf den man gar keinen Bock hat, um sich dann unnötige Sachen wieder zu kaufen, also dieses Konsumieren dann wieder, also Konsumieren ist ja in dem Moment diese Balancen quasi, jetzt komme ich nicht auf das Wort, wie kann das denn sein? Ablenkung, dieses etwas, seine Leere quasi füllen, ja, Konsum, das ist nicht das Wahre, Leute, das ist nicht das Wahre. Und ja, crazy, ne? Da bin ich von einem Punkt zum anderen gekommen und für mich ist einfach die Erkenntnis gewesen, nur weil viele Leute einfach super viel Geld haben, heißt es nicht, dass das ist, was wirklich für uns bestimmt ist. Nur weil die Mehrheit das anstrebt, heißt es nicht, dass es der richtige Weg ist. Das wollte ich euch sagen. Und das ist auch der Grund, glaube ich, warum ich mich oft unwohl fühle in einem Bereich oder in Gruppen, wo die Leute extrem viel Geld haben, weil ich das auch fühle. Ich fühle einfach, diese Menschen sind meist nicht so connected zu sich, weil die einfach dieses Streben nach diesen Äußeren haben, nach diesem Geld und nicht alle, okay, nicht alle. Es gibt auch erfolgreiche Menschen, die mit gutem Business und auch sinnvollem Business ihr Geld verdienen, ganz klar. Ich finde auch gut, Geld zu haben, also versteht mich bitte nicht falsch, ich rede jetzt nur von der Mehrheit, okay, von der Mehrheit, die viel Geld haben, dass sie einen Lifestyle führen, den ich nicht fühle oder nicht nachmachen möchte und ja, das ist es eigentlich gewesen, Leute. Was sagt denn ihr dazu? Findet ihr auch, dass spirituelle Menschen meistens broke sind? Ist euch das auch schon aufgefallen? Ich denke mal, viele haben auch Kohle, aber ich glaube, der größte Teil, den ich auf jeden Fall in meiner Welt auch kennengelernt habe, vielleicht attracte ich das aber auch, ziehe das quasi an, weil ich selber jetzt nicht so viel habe, kann auch sein. Aber obwohl, ich kenne auch Leute, die haben, ja, die haben, sind jetzt nicht reich. Ich rede jetzt reiche Menschen, hier Millionäre und so, ne? Oder, okay, Millionäre, weiß ich nicht, aber halt die Leute, die extrem ziemlich, also extrem viel Geld haben. Jetzt nicht nur Leute, die einfach gutes Geld haben, sondern wirklich extrem viel. Ja, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, Leute, das war der Podcast von heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare rein. Ich werde weiterhin versuchen, Podcasts zu machen, auch wenn ich nach Mallorca fliege. Ich weiß aber nicht, wie ich das dann mache, weil so ein Bett, das Licht, dieses Bett und so alles so schön, so ein schöner, gemütlicher Raum, wo ich mich wohlfühle, ist eventuell nicht gegeben. Das heißt, dass ich da vielleicht die Podcasts irgendwie an einem ruhigen Ort mache, ob das eventuell ein Café ist, ein schönes, könnte sein, ein schönes Café, wenn ich das fühle. Ich muss halt auch in meiner Zone sein, so ein bisschen, wenn ich so einen Podcast aufnehme oder am Beach oder so. Ich muss mal schauen, wo ich das mache. Ich brauche da mal ein bisschen meine Ruhe und so meine, ja, meinen Wohlfühlort.
Wir werden sehen, Freunde. Und wenn ich den gefunden habe, gibt es weiterhin Podcasts. Ich habe jetzt leider nicht geschafft, so viel vorzuproduzieren, weil ich sehr viel in Action war und in 3 Tagen geht schon los. Also heute ist Freitag, Samstag, Sonntag, Montag fliege ich nach Mallorca. Und ja, wir schauen mal, was es für ein Content geben wird. Ansonsten spätestens kommen die Podcasts auch wieder, wenn ich wieder zurück bin, am 22.08. Aber wir gucken mal, ich versuche das auch beizubehalten. Oder ich mache vielleicht Podcasts mit anderen Leuten auf Mallorca. Bietet sich das wahrscheinlich auch an, dass ich mal so einen Gesprächspartner habe. Ich weiß nicht, ob ihr darauf Bock hättet, dass ich entweder alleine meine Podcasts weiterhin mache. Erzählt mal, was gefällt euch denn besser, dass ich alleine hier sitze oder mit jemand zusammen ein Thema bespreche. Ich könnte auch online vielleicht Leute finden, die mit mir einen Podcast machen. Also haben sich schon welche angeboten. Mit Leon wollte ich gucken, dass wir vielleicht irgendwie was machen. Vielleicht ein Format oder so. So ein Talk-Format. Mal gucken, was sich so ergibt. Und ich will auf jeden Fall mit Leon und Laura auch mal einen Podcast aufnehmen oder einen Talk machen. Und vielleicht kommt die Laura ja auch nach Mallorca. Also das hat sie vor. Und Leon werde ich jetzt nicht mehr sehen, bis ich fliege. Bis ich wiederkomme. Aber ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich Straßencontent mache auf Malle. Und ja, ich werde auf jeden Fall weiterhin produzieren, Vlogs und alles. Ihr werdet alles mitbekommen. Ich hoffe, ihr enjoyt das auch. Euch gefällt das Ganze. Es werden auch aber auch Videos kommen zum Thema Fasten und so, weil mir es einfach sehr wichtig ist. Es muss ja nicht jeder immer alle Videos von mir angucken. Aber trotzdem, es freut mich, wenn ihr mir Feedback gibt und mir auch sagt, welche Themen euch besonders interessieren. Ich merke halt, Liebe kommt immer gut an. Warum? Weil es uns alle betrifft. Fasten ist halt so ein Ding, wem interessiert das schon. Ne? Ich weiß, dass es eine Nische ist, eine ganz, ganz kleine Nische ist und ich werde jetzt keinen Nischenkanal machen und nur Fastenvideos machen, um dann Leute damit zu erreichen. Ich mache das einfach auf doof, weil ich das fühle und weil mich das selber gerade betrifft. Und ja, vielleicht mache ich auch noch ein Thema zum Thema, ein Fastenvideo zum Thema Trockenfasten, weil ich am Tag 4 gerade bin und genau, wir gucken mal. Fühlt euch auf jeden Fall gedrückt. Ich freue mich immer, wenn ihr dabei seid und wollte auch nochmal Danke sagen für die ganzen wertvollen Kommentare und auch für die Nachrichten auf Instagram, die ich von euch bekomme. Ich finde es total schön, wenn ihr mir auch so Zuspruch sendet und mir einfach gut positives Feedback gibt. Auch wenn ich manchmal kurz und knapp antworte, das bedeutet mir aber trotzdem sehr, sehr viel und ich denke darüber dann noch im Nachhinein auch nach und wollte euch das nochmal sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Nein, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte nochmal großes Dankeschön dafür auch aussprechen. Also ich freue mich auf euch weiterhin und wünsche euch einen richtig schönen Tag. Ganz liebe Grüße aus Mexiko, Cancun. Ich gehe gleich noch zum Zahnarzt und zum Nägel machen. Endlich nach einem Monat Pause gibt es wieder Nägel. Und ja, dann dieses Wochenende noch genießen. Und versuchen noch 2, 3 Podcasts aufzunehmen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Also bis bald. Deine Justine aus Mexiko. Abonniert sie. Ja. Halt das mit euren Freunden, ganz kommentiert. Kostet nichts, Leute. Genau.